Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. 1, 2, 3, 4! Ja, ich bin mittlerweile schon bei Tag 19 angelangt, habe also ein bisschen gespielt seit der letzten Blutnacht und wollte einfach eigentlich noch ein Weilchen für mich weiterspielen. Aber ich bin jetzt hier gerade wieder auf Erkundungstour und wollte ein bisschen was einsammeln und bin dabei auf ekelhafte Kackbratzen gestoßen, die mich hier jetzt schon ein ums andere Mal gekillt haben. Also ich hatte hier irgendwie 5 Stück in dem Haus. Mittlerweile sind hier noch, ja, ich glaube einer ist vor Ort, ein anderer Sprallo, so ein Fetti und einer von denen, die ich euch jetzt zeigen wollte. Und die gehen mir gehörig auf den Sack, da sind sie. Alter, was für ein Pisssack. Die halten so unglaublich viel aus, das ist Wahnsinn. Ich habe halt nur einen Bogen dabei und krieg sie nicht klein. Und die sind halt schnell und ficke heftig stark. Ihr seht, das waren 2 Kopftreffer, hat er gerade ausgehalten. Und ich habe vor meinem Ableben halt schon irre oft auf den eingeprügelt. Oh, da ist der Fetti, von dem ich gesprochen habe. Der hält zwar auch aus, aber nicht annähernd so viel. Rappel. So. Jetzt sollte hier oben aber auch Ruhe sein. Und ich kann hier fleißig weiter looten. Das ist ja schon mal was wert. Ne, ich verhalte mich hier trotzdem schön langsam. Schön leise. Weil ich keinen Bock habe, dass mir hier noch so einer aufs Dach springt. Und ich denn da stehe wie Arsch. Oh, Weapons Back. Finde ich gut. So, noch eine AK. Die zerlegen wir. Blöden Blumentopf lassen wir hier, Golden Rod Seed lassen wir auch hier, den zerlegen wir auch und die nehme ich definitiv mit. So, was sieht jetzt alles rum? Steinpfeil Munition, die hätte ich doch ganz gerne. Danke. So, hier haben wir Tools, die kann man ja in der Regel auch ganz gut gebrauchen. Ich bin auch schon wieder total überladen. Vorschlaghammer, weil, ja, hier, die zerlegen wir auch, die würde ich ganz gerne mitnehmen. Ne, ich habe auch hier mittlerweile ein Helmlicht gebaut, ich kann aber noch keine Helme bauen, das ist ein bisschen ätzend. Hier, zum Einfärben, ja. Wir gucken mal, wie das bei der Feueraxt aussieht. Ich glaube, da kann man die einfach reinlegen. Modify. Oh, eine rote Feueraxt. Sieht beschissen aus, aber ich kann jetzt mal ein bisschen mehr mitnehmen. Dann haben wir die Nägel. Ja, Vorschlaghammer ist cool, aber das ist halt noch träger als die Axt. Malerpinsel. Mit einem schönen Stein-Setting hier. Kann ich das zerlegen? Das kann ich selber zerlegen, das ist ja schön. Und was schmeißen wir noch weg? Ein Schießpulver, ja, ist auch drauf geschissen. Was ist das hier? Military Plating. Oh, nett. Und das Wiring-Tool nehmen wir auch mit. So, mehr Munition. Ja, gut, ein bisschen was zu essen. Da hätten wir jetzt drauf verzichten können. Ja, komm, knüppeln wir uns rein. Das ist gut. Es hat sich durchaus gelohnt, aber jetzt noch nicht so sehr. Nochmal Helmlicht Schematic. Das finde ich gut. Das schmeißen wir weg. Hier. Wir sind voll gefressen. Was lassen wir denn hier zurück? Jagdgewehr Level 2. Können wir mal lieber zerlegen, haben wir mehr von. So, dann bin ich in der Hütte hier tatsächlich durch. Ne? Ja, ich habe nach der Blutnacht tatsächlich nicht mehr großartig aufgenommen, weil ich mir dachte, ach, ja, komm. Muss jetzt auch nicht. Hast ganz schön viel gemacht. Die 2 Wochen waren echt fickelang. Ne? Jeden Tag 2 Folgen, das zerrt schon ganz schön, habe ich gemerkt. Also Respekt an alle YouTuber, die das quasi im Dauerzustand haben. Ich würde nicht tauschen wollen. Und ja, die Hütte war halt echt massig voll mit Viechern. Meine Fresse, habe ich hier gewütet. Ne? Es war auch, bin auch bis hier oben, bis ganz oben, nicht einmal gestorben. Aber dann diese grünen Viecher, die haben mich so zerwichst, ey. Meine Fresse. Ich hab gedacht, das kann ja angehen. Wie können denn... Also, die haben mir schon fast den Spielspaß genommen. Ne? Nach dem 5. Mal sterben. Hab ich gedacht, nee, komm, ich spiel den Scheiß alleine. Ich mach hier nicht mehr mit. Ne, weil die wirklich so ficke viel aushalten, dann war der Platz ja nun wirklich begrenzt.
Und ich hing da und dachte nur, wie ich das denn hier schaffen soll. Also mit einer automatischen Waffe sicherlich wäre das um einiges leichter gewesen. Aber wenn du nur Nahkampf hast, das ist keine Chance. Ne? Also, da war echt Ende Gelände. So, und jetzt müssen wir erstmal wieder zurück. Ich habe auch im Häuschen ein bisschen weiter gebaut tatsächlich. Ne, also meine Brücke, die sieht immer noch genauso aus wie vorher, aber ich habe mittlerweile ein Feld angelegt, so dass ich ein bisschen nahrungstechnisch autark sein kann. Da habe ich mittlerweile tatsächlich auch Aloe Vera drin, was natürlich für Bandagen und sowas extrem gut ist. Müsste ich jetzt auch gleich einmal tatsächlich abbauen. Ne, damit wir... Oder wenn ich zur nächsten Blutnacht dann auch wieder ein bisschen was zu fretten da habe. Ne, wie ihr seht, Tag 19. Steht eigentlich schon fast wieder ins Haus. Die Tage sind auch echt nur so verflogen. Der Gowski war zwischendurch immer nochmal da, hat seinen Charakter ein bisschen gelevelt. Und naja, war halt schon fun. Hat Spaß gemacht. Und ja, bin jetzt fleißig dabei, irgendwie noch wieder Munition dran zu schaffen. Was tatsächlich auch gar nicht mal so leicht ist. Wie viel Erfahrungslevel habe ich jetzt eigentlich hier? 4, sehr schön. Dann kann ich jetzt tatsächlich Intellect weitermachen. Patz. Denn ich brauche hier... Flawless, die will ich aber nicht. Military Grade und Steel Armor will ich haben. Und da brauche ich tatsächlich noch eine ganze Menge. Ja, Steel Items sind cool, aber ich will einen Militärhelm haben, damit ich da meinen... Dings raufpacken kann. Mein Helmlicht. Tschüss. Damit wir dann nachts auch vernünftig unterwegs sein können. Ich habe zwar jetzt auch so einen Bauarbeiterhelm, aber zum einen sieht er scheiße aus und zum anderen hat er auch nicht so geile Werte. Ist das hier? Kleiner Stein. Ja, hier bin ich wohl kürzlich vorbeigekommen. Deswegen freue ich mich eigentlich gerade über jeden Zombie, der mir hier irgendwie über den Weg läuft. Weil ich damit relativ flott Erfahrung sammeln kann. Aber ich werde wahrscheinlich in der nächsten Zeit dann erstmal hier wieder mit der Spitzhacke rumrennen. Und ordentlich abbauen. Keine Kohle und so. Genau, weil ich nämlich Kohle und Nitrat brauche. Um meine Munition herzustellen. Und offensichtlich finde ich davon nicht genug. Ich habe jetzt, glaube ich, wieder 200 Schuss für das Gewehr, beziehungsweise für die AK-47. Und die rotzt zwar schon ganz gut drauf, aber halt, ja, zu wenig, ne? Bringt ja nichts, wenn ich zwar eine relativ starke Waffe habe, aber mit der nichts anfangen kann. Da hat ja keiner was beigewohnt. Ich könnte den Hammer auch schön einfärben. Einen roten Hammer. Passt doch viel besser. So. Ich habe auch festgestellt, ich trage irgendwie einen Cowboy-Hut. Kann ihn aber nicht wegnehmen. Ich kann ihn nicht absetzen. Also kann sein, dass es so standardmäßig da drauf ist, aber das ist ganz schön assi. Ich hätte halt schon lieber was anderes. Ein Cowboy-Hut bringt ja nichts. Ich habe hier, wie ihr seht, ein bisschen aufgeforstet. Damit ich da auch im Zweifelsfall schnell wieder an Holz komme. Das sieht ganz schön behämmert aus, wie ich gerade sehe. Die haben halt alle den gleichen Skin. Ich meine, wie scheiße ist das denn? Ich hätte sie vielleicht mal ein bisschen drehen sollen. Ja, und dann werde ich hier bei Zeiten mal einen vernünftigen Weg hochbauen, weil das geht ja auch auf keine Kuhhaut hier. Das sieht ja aus wie hingeschissen. Hier habe ich noch so eine Kuhle drin, den Tunnel ein bisschen breiter gemacht. Damit man hier wenigstens halbwegs reinkommt. Und ja, ansonsten ist hier mehr oder minder alles eigentlich wie ihr habt. Hier ist mein neues Feld. Chrysanthemen und Aloe Vera. Die können wir auch gleich... Ne, wächst noch. Schade. Der Mais ist auch fast fertig. Ja, ist noch growing. Chrysanthemen anscheinend nicht mehr growing. Muss ich mal ausprobieren, ob ich da Saat rauskriege. Aber eigentlich werden die ja so rötlich, ne? Aber kicken wir mal. So, jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen was abwerfen. Wir sind ja hier voll bis unter das Dach. Das
Das geht auch gar nicht. Ein paar Vitamine. Ihr seht, ich habe hier auch ein bisschen neu dazu gekriegt. Vitamine habe ich mittlerweile, Antibiotika. Kommt mir ein paar Erste-Hilfe-Verbände machen. Die aber tatsächlich, wenn man direkt im Nahkampf ist, gar nicht so cool sind, weil sie ja nur over time heilen. Genau, das haben wir hier noch irgendwie zu fretten, dass ich nicht brauche, beziehungsweise nicht mitnehmen muss. Trübes Wasser, ja gut. Das kann man hier mal haben. So, ich könnte jetzt noch so einen Bergbauhelm bauen mit diesem blöden Footballhelm. Das will ich eigentlich gar nicht. Das ist totaler Bullshit. So, was haben wir hier? Hier habe ich umgeordnet. Hier haben wir Waffen. Da kommt jetzt erstmal die 9mm rein. Davon können wir eigentlich auch gleich mal ein paar zerlegen. So viele brauchen wir nun wahrlich nicht. Zwei Jagdgewehre. Hier und die AK-47 ist halt Level 1. Ne? Das ist halt schon Mist. So, die kann auch hier rüber. Bolzen. Ne, Pfeile nehmen wir mit. Die behalten wir für den Bogen. Aber mittlerweile wieder 236 plus 101 Schwere. 117 für unser Scharfschützengewehr. Das auch gar nicht so viel Schaden hat, sehe ich gerade. Wie viel hatten die AK? 42. Die hat 50. Wir holen uns auch lieber eine etwas stärkere AK. Das bringt, glaube ich, mehr. Ich werde gleich mal gucken, was wir dafür brauchen. So, was haben wir jetzt? Waffenkram, alles, was mit Waffen zu tun hat. Helm kann ja eigentlich auch mit rein. Ansonsten gehört das, glaube ich, alles nach unten. So, gucken wir mal in den Keller. Ja, da hat sich tatsächlich noch mit am meisten getan jetzt in der Zeit. Zack, Feuerwerkst. Da muss ich die Farbe noch runternehmen. Sieht das scheiße aus sonst. So. Hier habe ich tatsächlich ein bisschen ausgebaut. Ne? Eine Decke ist drin. Ich habe den See hier vorne wieder mehr oder minder zugeschüttet. Da habe ich jetzt noch mal ein bisschen nachgehackt, weil die hier rein wollten. Das heißt, hier muss ich noch wieder mit Wasser auffüllen. Aber ich kann jetzt schön über den See gucken. Ne? Und die kommen hier halt nicht ran, weil da unten der Vorsprung zu tief ist. Aber wie gesagt, es fehlt noch ein bisschen an Wascher. So, mehr Eisen. Und ja, komm, die Steine müssen wir jetzt nicht unbedingt. Wir brauchen Blei. Und zwar in rauen Mengen. So, dann haben wir hier wieder ein paar Werkstoffe. Warum die Schematics jetzt da oben? Was ist das denn? Template Blade. Schematics are used to craft high-tech modifications to weapons and armors. Da müssen wir gleich mal gucken, was das macht. Ich glaube, das ist für Nahkampfwaffen. Ironbreaker Schematic. Da können wir vielleicht auch mal gucken. So, das kann hier erstmal alles rüber hier. Scope ist natürlich auch nicht verkehrt. Quatsch. Hier sind doch hin. Extender, Polymer String. Da wollte ich gucken. Plating brauchen wir jetzt nicht. Bunker Buster Schematic ist auch interessant. Und Bondolier Schematic. Da gucken wir auch mal, was es ist. So, ansonsten hier den ganzen Scheiß erstmal rüber. Ja, Pinsel kann von mir jetzt auch hier hin. Daraus machen wir gleich wieder ein bisschen halt so das hier rein. Ja, kommt jetzt mal alles hier rein. Wo habe ich denn jetzt noch Nudeln hier? Das ist ja auch Tenef. Den Kleber hier rein. Die Helmlicht-Schematic brauchen wir jetzt nicht. Steine hier rein. Wasser koche ich wahrscheinlich gleich nochmal ab. Das brauchen wir. Das sind Mumpeln, Jagdgewehr. Warum habe ich denn die nicht rübergepackt gerade? Ist ja auch alles dämlich. So, was kannst du denn hier? Temporal Blade. This Temporal Blade increases damage and increases durability of 4 blades. Die Frage ist, können wir das auch? Was gibt es überhaupt für Blades? Gucken wir mal. Blade. Serrat Blade und Temporal Blade. Da brauche ich auch erst Schematics für. Achso, das ist Temporal Blade. Bauen wir einfach mal eins. Müssen wir alles da haben. Stahl. Ist was noch? Mechanische Teile. Kleber. Alles hier. Wir bauen mal ein Template Plate.
Rezepte, Tempered Blade, fertigen. Oh, hier ist die Munition fertig. 132 Schuss, sehr schön. Dann können wir gleich ein bisschen, können wir das hier machen. Ne, müssen wir tatsächlich rausgehen. Na gut, während das crafted, ne, hier habe ich nochmal einen zweiten, nochmal so einen Nebenraum gebaut. Hier werde ich wahrscheinlich Chemiestation und sowas reinpacken. Mittlerweile eine Tischkreissäge. Bin ja ein bisschen enttäuscht von. Viel geht damit tatsächlich nicht. Hier so ein Weinbarrel und sowas, ja super. Ne? Ledersessel und so ein Tinnif. Also Deko brauche ich jetzt eigentlich nicht. Auch Doppelbett werde ich mir bei Zeiten mal bauen. Ne? Ich finde es fast ein bisschen Verschwendung für die Schraubenfedern, aber... Achso, das ist ja ganz cool. Wir müssen auch mal ein Schlafzimmer bauen. Aber das ist erstmal zweitrangig. Also mehr als zweitrangig. So, wie lange? Da ist es. Tempered Blade. Ne, ist ein Upgrade. Damage Increased for Blades. So, ist die Frage. Kann ich das da einfügen? Ja. So, Melee Damage 39. Ne. Obwohl das anzeigt. Schade. Dann gucken wir nochmal. Blade. Adds a greater chance to inflict bleeding damage. Okay, was haben wir noch? Welche Waffe wird denn dafür in Frage kommen? Ist, frage ich mich jetzt. Wahrscheinlich das Jagdmesser, Machete. Wir gucken doch einfach mal, was die Machete so kann. Auch Stahl, Holz und Leder. Was hier? Stahl haben wir noch eine Holz und kein Leder hier. Da muss ich mal drunter schleppen. Brauchen wir wahrscheinlich doch öfter mal. Das holen wir dann einmal. Was haben wir hier noch drin? Noch mehr Stahl und noch mehr Eisen. Haben wir hier vielleicht ein bisschen? Den muss man nach oben krebseln. Doch, wir müssen leider Gottes nach oben krebseln. Ich muss die ganzen Truhen nochmal vernünftig beschriften. Ich habe ja hier oben schon angefangen mit Waffen. Und da mal auch vernünftig durchsieht. So. Wir nehmen mal die Hälfte mit runter. Das behalten wir hier. Ja, und ich wollte eigentlich schon längst eine Chemiestation gebaut haben, weil man dann wesentlich besser Schießpulver herstellen kann. Aber mir fehlt noch so ein scheiß Messbecher. Da habe ich tatsächlich noch keinen wieder gefunden. So. Machete. Es wäre ganz cool, wenn man hier schon die Stats einlegen könnte. Aber das geht leider nicht. Aber gut. Hoffen wir mal. Hier, so eins könnten wir uns eigentlich auch bauen. Dann haben wir ein hochwertiges. Fehlt uns noch Klebeband und Polymere. Klebeband haben wir nicht genug da. Polymere haben wir. Muss gleich mal besser ausrüsten. Was brauchen wir für Klebeband? Vier Stück brauchen wir noch. Stofffetzen fehlen. Haben wir hier noch welche? Nö. Ist ärgerlich. So, Machete. Melee Damage 20. Das ist ja nicht die Welt. Wie schnell schlägt das Ding zu? Ja, nett. Wenn wir da das Upgrade noch reinhauen. Wie viel kommen wir denn? 23. Hm. Okay, macht auch nur 2 mehr Schaden. Weil ich auch noch nicht weiß, was Block Damage ist. Check ich halt nicht. Also einfach, weil ich nicht weiß, wie man vernünftig blockt. So, Power Attack 69, Power Attack 43. Stamina Cost 15, Stamina Cost 20. Text per Minute 54. Ja, haut ein bisschen schneller zu. Hält weniger aus. Hm. Ich werde das Ding mal testen, aber ich glaube, glücklich werde ich damit nicht. So. Wir gucken mal, was kann das Ding hier? Iron Breaker. More Damage Against Iron. Ja, ist ja ganz nett. So,
Jetzt brauchen wir erstmal noch Klebeband. Und zwar für Bunkerbuster. Was kann das denn? Das kann ein Bunkerbuster bauen. Okay, more damage against stone. Das werden wir bei Zeiten mal machen. Aber jetzt gucken wir erstmal. Wir bauen hier ein bisschen um. Den brauchen wir jetzt gerade nicht. Genau, was ist das hier? Bondoli, reload 30% faster. Das ist aber durchaus fertigenswert. Sehr sogar. Genau, wir brauchen Stofffetzen. Gucken wir nochmal. Ansonsten müssen wir ein bisschen Cotton farmen. Dann können wir den hier auch gleich ausprobieren. Ich meine, sieht ja nett aus. Ja, kein Stoff mehr. Die wahrscheinlich auch nicht. Dann habe ich eigentlich auch schon alle Sachen da, um mir einen vernünftigen Helm zu bauen. Es wird schon wieder dunkel. Stoff, 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 Stoff. Kein Stoff. Stoff drin. Nee. Dinger crafte ich auch in der Regel nicht, weil sie gar nicht mal so oft gebraucht werden. Zwei hätten wir noch erhöht. Das bringt uns nicht weit. Dann gehen wir nochmal Cotton farmen. Hier. Nö. Und hier auch noch Federn. Gut, dann farmen wir doch mal Cotton. Und hoffen, dass uns der ein oder andere Zombie über den Weg läuft. Hab ich Bock drauf. Ich will töten. Ich brauche die Erfahrungspunkte, aber ganz dringend. So. Der Turm, also der hat noch nicht einen Kratzer abgekriegt. Der ist der Shit. Ich liebe das Teil. Mach mir deswegen auch gar nicht so extrem Sorgen um die Blutnacht. Aber jetzt schauen wir mal, was wir hier mit dem Teil anfangen können. Ah, da haben wir schon den ersten Kumpel. Quest, das ist ja interessant. Wow. Ja, das juckt den gar nicht groß. Also. Ah. Ja, weiß ich nicht. War jetzt nicht so obergeil. Ja, das ging schon besser. Und die kann halt auch nichts. Dann habe ich hier vorne so einen schönen Questzettel gefunden. Mal schauen. Das Schweigen der Lämmer. Ja, probieren wir das mal aus. Da ist der Screamer. Da fahren wir zuerst mit an. Dann kommt da gleich eine nette kleine Horde hier anmarschiert. Da haben wir gleich die nächste. Oh. Die macht jetzt hier wahrscheinlich richtig Alarm. Ich krieg gleich von allen Seiten Besuch, aber im Zweifelsfall gehe ich einfach mal ein Türmchen. Dann können die mich mal. Clear the area. Jo. Mach ich. Aber. Ist auch nicht so viel los. Oma. Journal. Quests. Schweigen der Lämmer. Talk to Trader. Ja, das war's schon. War super. Ja, das war jetzt nicht die Welt. Okay, dann können wir uns wieder um den Cotton kümmern. Also von der Machete bin ich tatsächlich nicht sehr angetan. Der Damage ist einfach viel zu niedrig. Also da muss schon mehr her. Da lebe ich lieber mit der langsamen Angriffsgeschwindigkeit von der Feueraxt. Und hab dann dafür fast den doppelten Schaden. Ne, hier zum Farmen fix, das ist ja ganz nett. Ne, wahrscheinlich auch ganz cool, wenn ich irgendwelche Viecher ausweide. Kriege ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Aber so ist es mir den Platz im Inventar tatsächlich nicht wert. Hier machen wir gleich fertig. Auch schon mal 5. Wir brauchen aber noch weit, weit mehr. Da hinten. Ach, das ist ja ein schönes Fältchen. Das läuft ja. Ich fände es, glaube ich, ganz witzig, so eine Baumwollplantage zu bauen. Und das nächste Mal, wenn Michi da ist, also der No-Budget-Nerd,
ihn da als meinen kleinen privaten Sklaven hinzuschicken. Hier, ab auf die Bäumwollfelder, geh pflücken. Wir brauchen Verbände. Pflück Baumwolle. So. Es wird duster. Aber gar nicht schlimm. So, das sollte jetzt auf jeden Fall erstmal reichen. 13 nochmal hinterher. Das passt schon. Nein, wir probieren ihn noch weiter aus. In der Hoffnung, dass hier noch irgendwer ankommt. Aber irgendwie ist hier ja tote Hose. Und zwar total. Also ich fände es tatsächlich immer noch etwas schöner, wenn die Helligkeit ein bisschen fließender runtergehen würde. Also es ist ja wirklich so dumm, 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 dumm. Das sieht einfach kacke aus. Ja, das könnte man so viel schöner gestalten. Tja, wieder meckern auf hohem Niveau, Alpha und so, bla bla. Aber so langsam kann man das auch mal implementieren, oder? Ich meine, das Spiel ist wie lange in der Entwicklung? Jetzt, wo sich die Funpimps ja die Rechte wiedergeholt haben. Muss da doch mal was gehen. Wir können jetzt fleißig Code sichten. So. Jetzt habe ich hier eigentlich ordentlich Ressourcen für diese blöde Machete verschwendet. Aber so wie ich den Nerd kenne, möchte er die eh ganz gern haben. Der fand ja auch das Messer so cool. Legen wir ihm das hier mal rein. Bitte schön, Minion. Wir setzen mal den Helm auf. Und dann gucken wir erstmal, dass wir uns eine AK craften. Na, hier sieht das ja aus. Also, Helmlicht ist schon ganz cool. Noch cooler wäre allerdings ein richtiger Helm. So. Kann ich die eigentlich einfach so craften? AK-47 Sturmgewehr. Brauche ich dann Schematik? Nö. Klebeband. Wie mache ich denn Klebeband? Genau. Da 4 Stück von. Zack. So, und dann AK-47. Fertigen. 4 Minuten. Sehr schön. Da haben wir die nämlich auch. Die wird dann noch ein bisschen modifiziert. Und dann haben wir auch schon wieder eine bessere Waffe. Dann brauchen wir noch wieder. Können wir gleich wieder hinterher ballern. Kann also nebenbei machen. Ist das Schieß- oder Schwarzpulver? Schießpulver. Ja, haben wir leider noch nicht. Oh, eigentlich missfällt es mir. Geht nochmal auf Plünderung und guck, dass ich einen finde? Ich glaube ja. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. So. Habe ich noch Kleber? Nee, kann man Kleber craften? Jo, ein Feuer. Knochen und trübes Wasser. Dann craften wir doch mal ein bisschen Kleber. Ich meine, trübes Wasser kriegen ist jetzt nicht das Ding. Oh, die Laufwege sind halt irre lang hier, ne? Das ist so der eine große Nachteil von diesem unterirdischen Ding. Aber es sieht halt cool aus. Will ich mir halten. So, Knochen und trübes Wasser. Naja, so viel wird das aber nicht. Aber gut, dann hole ich gleich nochmal. Und die Knochen, 71. Dann holen wir nochmal ein bisschen trübes Wasser. Wahrlich kein Ding. Hätte ich auch unten aus meinem kleinen Pool holen können. Ich weiß gar nicht, habe ich den jetzt schon gezeigt? Ach, scheiße. Zack. Dann haben wir auch trübes Wasser. Und ein schönes gebrochenes Bein. Super. Verstaucht. Wie lange hält der Buff? 4 Minuten. Das ist ja nicht die Welt. Bis dahin ist meine AK fertig. Den gibt es ja richtig auf Oma. So. Rüberholen. Die können wir dann eigentlich auch zerlegen. Das Schrottding. Munition kommt rüber. 273. Ne? Da wird auch ein Schuh raus. Und dann machen wir uns Kleber.
Okay, kein Feuer drin. Kein Holz mehr da. Scheiße. Na, ein bisschen was haben wir ja. Kleber. Ja, machen wir. 40. Dann haben wir erstmal ein bisschen was. Derweil können wir hier den Scheiß gleich mal wieder. Ach scheiße. Wollte ich hier unten reinpacken. Noch irgendwas hier oben rein. Ja, die Knochen wieder. Und dann warten wir auf Kleber. Zumindest auf 10. Und dann bauen wir uns das Ding hier noch. Naja, so viel brauchen wir noch nicht. Stoff jetzt nahe genug. Leder haben wir auch genug. Gut. Zack. Haben wir erstmal 10 Stück. Das soll uns reichen. Und dann ab, ab. Entschuldigung. Und 30% schneller nachladen, dann ist sogar das Repetiergewehr, also das Scharfschützengewehr, ganz geil. Apropos Gewehr. Das, ne, 43 Sekunden brauchst du noch. So, das Ding. Rezepte. Bondolier. Dort auch nur 14 Sekunden. 30%. Mehr Nachladezeit klingt schon echt verlockend. So. Ist das schon Tier 3 hier? Ja. Ironbreaker. Ja, ist zwar nicht das, was ich jetzt unbedingt brauche. Also hier habe ich tatsächlich mehr von. Bunkerbuster, Dings, Bums, bla. Bauen wir das Ding auch noch? Ja, komm, den Stahl haben wir noch über, oder? Also nicht hier, aber hier. So. 1, 2, 3, 4, 5. Können wir von mir aus drin liegen bleiben. Und dann bauen wir das Ding auch noch fix hier. Rezepte, Bunkerbuster, mehr Schaden gegen Stein. Ich hoffe, das gilt dann auch für normale Steine auf dem Feld. So, wie viel Schaden hast du? Auch nur 42 Schaden. Ich hätte gedacht, höheres Level macht dann auch mehr Schaden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber gut. So, das alles hier rein. Den Bondolier wollen wir behalten. Das kann auch erstmal hier bleiben. Die auch, der Kleber sowieso. Das Wiring Tool, ja komm, legen wir hier hin. Was kann das? Ich will mal gucken. Rezepte. Barrel Extender. Increases damage, range and aim accuracy, but makes the weapon more unwieldy when fired from the hip. Okay. Ich habe eigentlich einen Schalldämpfer. Und hier noch ein bisschen Plating. So, damit kann ich auch erstmal noch nichts anfangen. So, was wir aber machen können, ist jetzt hier. Die modifizieren wir nochmal weiter. Ach, können wir gar nicht weiter modifizieren. Das ist ja ärgerlich. Dann gucken wir, was wir noch haben. Ob wir das modifizieren können. Modify. Ja, hat einen Slot. Sehr schön. Kann da natürlich nicht rein. Dann nehmen wir das hier raus. So, und den modifizieren. Kann es auch nicht rein. Scheiße. Nö, dann lieber meine Tragekapazität weiter hochhalten. Hä? Wieso geht das jetzt nicht mehr? Modify. Darum ein. Wir können doch jetzt auch schon Panzerung bauen. Steel Chest Armor. Das kostet auch gar nicht die Welt. Wäre ich doch mal eigentlich eine vernünftige machen. Ich meine, die ist nett, aber auch nicht so geil. Jo, machen wir doch einfach mal. Haben wir das auch gleich. Zack. Den Stahl können wir da mal eigentlich rüberlegen. So. Alteisenhelm. Ja, alles ganz nett. Ich würde mir ja auch hier so eine Military bauen, aber Militärweste. Das kostet auch nicht die Welt. Hm. Nö, dann warte ich tatsächlich noch. Dann warte ich tatsächlich noch. Du kommst hier mit rein.
Du nicht. Weil erklärtes Ziel ist ja nun mal, dass wir definitiv Militärkram tragen wollen. So, Modify. Zack, ach, ein Ironbreaker hat er auch schon. Coolio. Den Scheiß rüber und dann gehen wir weiter auf Raubzug. Also ich müsste jetzt eigentlich Steine kloppen und auf Raubzug gehen. Das ist dezent scheiße. Aber naja, man kann nicht alles haben. Das trübe Wasser, ja, lassen wir erstmal hier liegen. Kann man dann aber mal gebrauchen. Ja, und hier siehst du, das Problem sind eigentlich nur Schießpulver und Patronenhülsen. Was brauche ich für Patronenhülsen? Brass. Natürlich. Davon habe ich gar nicht mal so viel. Das habe ich, glaube ich, schon alles verballert. Oh, nö. Machen wir noch mehr von. Da haben wir voll rein. Ja. Produziere die mal durch. Kann ich hier noch irgendwas einschmelzen gerade? Ja. Definitiv. Die Frage ist, wo haben wir es liegen? Habe ich das hier reingepackt? Ich habe gar nichts mehr da zum Einschmelzen. Außer blöde Steine. Ein bisschen Glas. Das war's dann auch schon. Hier, Bruchsand, ja geil. Das ist ja nun wirklich nicht das Wahre. Der macht hier fleißig. Ist das weg? Kann das hier rein? Ja, also Blei und Messing ist tatsächlich so eine Sache. So, ich noch irgendwas. Die Dose Nudeln, die sehen wir gleich. Ein bisschen Health, ist ja geil. Ja, komm, gönn die. Jetzt warten wir noch, dass das Eisen hier fertig ist. Weil wir dann eh nicht mehr drin haben. Wie viel Eisen haben wir? 11.000. Die werden wir garantiert auf kurzer Länge brauchen. Und wir haben so Unmengen an Stein. Dadurch, dass ich hier unten alles aushöhle, ist das wahrlich kein Problem. Und das Klingeln im Ohr ist ja gar nicht näher rüber. Eisen hier. Zack. Kommt die Steine rüber, damit das Ding was zu tun hat. Dann. Wow. Das ist eine Menge Eisen. Und dann können wir eigentlich auch schon hoch. Da kommt jetzt erstmal das schöne neue Gewehr rein. Wow, wollen wir da hinten. So, wie sieht das denn aus? Na, ist doch ganz schick. Kim und Korn. Mit Macht nach vorn. Jetzt keine Mumpeln für bei. Aber die kommt eh hier hinten in die Kiste. Oh, die ist sogar noch ein bisschen besser in Schuss als meine. Aber egal. So, was haben wir denn hier für Modifikationen drin? Modify. Silencer. Sound suppressor reduces the firing sound, but reduces maximum range and damage. Schön, wie wollen wir das nicht? Reboot hat das nicht geeignet. So, was hat er mir hier noch reingemacht? Oh, sehr schön. Und hier haben wir ja, ein paar Pfeile. Das ist es nun wahrlich nicht wert. Gut, dann gehen wir mal auf Raubzug. Alles raus, was raus soll? Nee. Das Ding kommt noch weg und den Rest. Oh, nur noch 5 Schuss. Die Jetons können auch hier bleiben. Pumpgun habe ich keine mit. Und den Rest brauchen wir irgendwie irgendwo. Ach, die brauchen wir auch nicht. Schön, dass du da bist, aber nö. Das Jagdgewehr brauchen wir eigentlich auch nicht. Weil wir da eh keine Mumpel für haben. So. Na, kann ich hier noch. Nö, kann ich auch nicht. Das hier rein. Und dann geht's los. Mit Macht durch die Nacht. So, da hatte ich das jetzt zuletzt gefunden. Ich könnte da die Quest machen. Ansonsten würde ich vielleicht am ehesten noch den Straßen mal folgen. Da führt eine Straße hin. Könnt mal gucken, was da ist. Da gibt's ja bestimmt auch was zu holen. Ist ja nicht noch irgendwo eine Kiste? Nee. Ich hatte ein Flugzeug gehört. Es hat auch irgendwo einen Drop gemacht, aber
sehe leider nicht wo. Das ist wahrscheinlich im Arsch der Heide. Ploppt er wieder auf, wenn ich da rankomme. Obwohl, ich sehe gerade, die Sendezeit ist schon rum. Das heißt, ich gehe ohne euch eine Runde spazieren. Ne? Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal zeige ich euch, was ich wieder so mitgebracht habe. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Euer Ragnar Bertholdsson.